Vor 15 Jahren hat Albanien den Antrag auf Beitritt zur EU in Brüssel eingereicht. Seit 10 Jahren ist das Land offiziell Beitrittskandidat. Und seit gut 2 Jahren wird über die 35 Beitrittskapitel verhandelt. Weil vieles aber nur langsam oder gar nicht vorangeht, suchen vor allem junge Leute ihr Glück im Ausland. Wie zum Beispiel viele angehende Ärztinnen und Ärzte nach ihrem Medizinstudium. Das hat drastische Konsequenzen für das Gesundheitssystem in Albanien. Die erste Frage an junge Ärzte lautet: Wann gehst du? Denkst du schon darüber nach? Oder wohin gehst du? Das ist ein Thema unter jungen Ärzten, gleich ab dem ersten Semester. Dea Guri studiert Medizin an der Universität in Tirana. Sie weiß, dass sie ihren Traumberuf gefunden hat. Anderen zu helfen ist ihr großes Ziel. Doch die Aussichten wenig vielversprechend. Junge Ärzte werden nicht gut bezahlt. Der Mindestlohn liegt bei 700 bis 800 Euro. Man wird nicht angemessen entlohnt. Außerdem fehlen diagnostische Instrumente und Investitionen in Krankenhäuser und Gesundheitszentren. Ein junger Arzt steht vor vielen Herausforderungen, denn die Zustände in den Krankenhäusern sind skandalös. Für viele junge Ärzte gibt es deshalb nur einen Weg: ins Ausland. Je mehr gehen, desto weniger praktizieren in Albanien. Laut OECD gibt es in der EU durchschnittlich 5 Ärzte pro 1000 Einwohner. In Albanien weniger als 2. Der Mangel an Investitionen und die fehlenden Bemühungen, junge Menschen in Albanien zu halten, hat viele Türen nach Europa erst aufgestoßen, nicht nur für Ärzte. Das ist ein sehr großes Problem. Albanien sollte wissen, dass es diese jungen Menschen im eigenen Land halten müsste. Dea Guri will trotz aller Widrigkeiten in ihrer Heimat als Ärztin arbeiten. Ganz anders Malbor Duka. Der junge Arzt geht nach Deutschland. Monatelang hat er sich darauf vorbereitet. Die deutschen Krankenhäuser zählen als die beste in Europa. Und zum Beispiel hier, während meines Studiums hier in Albanien, habe ich mich mit Mangel, die Bedingungen, Qualität der Unterricht, Literatur, Bibliothek konfrontiert. Und Ich fühlte mich benachteiligt, dass ich in einer Welt, die jeden Tag weiterentwickelt, hatte ich nicht die Möglichkeit, das Beste zu bekommen. Der Rest ist gut beschrieben. Die Arbeitserlaubnis zu erhalten war nicht einfach. Eine letzte Sprachprüfung für Mediziner fehlt noch. Im Sommer zieht er dann um und hofft, den Aufgaben in Deutschland gewachsen zu sein. Für sich persönlich sieht er aber keinen anderen Weg. Es ist für einen jungen Arzt in Albanien, der noch über wenig Berufserfahrung verfügt, fast unmöglich, Karriere zu machen, angemessen entlohnt zu werden und eine medizinische Ausbildung zu erhalten, die den eigenen Ansprüchen genügt. Auch das schlechte Gewissen beschäftigt ihn. Denn er weiß, dass Albanien mit ihm wieder einen Arzt verlieren wird. Die Lage ist prekär. Deshalb wollte Regierungschef Edi Rama im vergangenen Jahr junge Ärzte per Gesetz dazu zwingen, in Albanien zu bleiben. Dea Guri hat dagegen protestiert. Junge Ärzte sollten laut Gesetzentwurf ihr Abschlussdiplom erst dann ausgehändigt bekommen, wenn sie 5 Jahre in Albanien gearbeitet haben. Die Studierenden fordern, junge Ärzte sollen nicht durch ein Gesetz in Albanien gehalten werden, sondern durch bessere Arbeitsbedingungen. Der Gesetzentwurf wurde vorerst gestoppt. Dea Guri könnte also ins Ausland gehen, aber sie wird bleiben. Sie will ihr Land nicht im Stich lassen. Wer als junger Arzt in Albanien bleibt, muss sehr viel kämpfen. Mit dem Leben, mit sich selbst, mit den Menschen, mit allem Möglichen. Nicht kämpfen zu müssen, sondern freiwillig unter fairen Bedingungen in Albanien arbeiten zu können, das wäre mein Wunsch. Denn niemand verlässt Albanien freiwillig. Niemand geht aus Spaß nach Deutschland oder woanders hin. Auch Malbor Duka
war lange hin und her gerissen zwischen seiner Heimat und einer erfolgreichen Zukunft im Ausland. Er wird eine Facharztausbildung in Zwickau beginnen. Ein freiwilliger Abschied? Meine erste Wahl wäre natürlich Albanien. Wenn die Bedingungen gleich wären, wenn die Chancen gleich wären, dann würde ich Albanien wählen. Das Leben ist hier sehr gut. Ich bin hier aufgewachsen. Ich gehöre zu diesem Land. Aber ich befinde mich an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich eine Entscheidung für meine Zukunft treffen muss. Vielleicht kommt er irgendwann zurück, sagt er kurz vor dem Abflug. Es sei also kein Abschied für immer, sondern erstmal nur ein Auf Wiedersehen.